Ich habe noch letzte Hoffnungen zu Cursed Sales und auf die Besinnung von Rare, dass wir das kriegen, was das große Content-Update versprochen hat. Mit was für einem Endkampf Rare Cursed Sales noch retten könnte, seht ihr in diesem Video. Am Anfang stellt sich natürlich die Frage, gegen wen wir kämpfen. Eigentlich nicht wirklich, zumindest nicht, wenn man die Story gespielt hat. Natürlich würden wir gegen die Waffenschmiedin Wanda, aka mittlerweile Captain Warsmith nennen, wie sie sich ja nach ihrer Entwicklung zum Skelett taufte. Wenn euch die Geschichte weiter interessiert, ich habe da mal ein Video zugemacht, das ist jetzt hier oben rechts verlinkt. Wie kommt man denn eigentlich darauf, diesen Endboss dann zu bekämpfen? Für mich müsste das wieder in einer Art Kampagne passieren, wo wir die Welt entdecken und auf die Spuren voneinander kommen, was eigentlich für mich schon in Woche 2 hätte drin sein sollen, aber da kam es ja leider auch nicht. Dennoch bleibt für mich ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass es irgendwie noch dazu kommt. Wie würde dieser Kampf jetzt im Endeffekt wirklich ablaufen? Meiner Meinung nach müsste es ein Flottenkampf sein, der wirklich sehr organisiert ist, und zwar von Captain Warsmith, die selber ja auch auf einem Skelettschiff dann thronen müsste. In meinem Wunschkampf würde sie sehr viele verschiedene Crews befehligen und die natürlich auch verschiedene Effekte haben. Wie krass wäre es, wenn du dann einmal den Anker gedroppt hättest und dann auf einmal deine Items gesperrt sind, oder wenn du betrunken bist und noch humpelst, dann geht teilweise einfach gar nichts mehr. All diese Crews würden sich dann im direkten Kampf gegen uns befinden, natürlich immer nur ein paar gleichzeitig, und man bräuchte unglaublich viele Ressourcen, unglaubliche Ausdauer und eine unglaublich starke Crew. Da einen drauflegen wird schwer, aber es geht, denn wenn es neue Cursed Cannonballs geben würde, wäre das eine ganz, ganz starke Idee. Da haben wir auch mal ein paar Spekulationen zu angestellt, verlinke ich hier oben auch einmal kurz. Wenn wir all diese Wellen an Schiffen erstmal besiegt haben, dann kommt die finale Welle. Da ist dann Captain Warsmith tatsächlich da, natürlich mit Gefolge auf verschiedenen Schiffen, die wir dann erstmal besiegen müssen. Und für mich wäre es ganz, ganz spannend, wenn man Captain Warsmith nur direkt im PvP besiegen könnte. Für mich würde das bedeuten, man müsste Wandas Skelettschiff direkt boarden, mit mehreren Leuten, definitiv mit mehreren Leuten, und auf Captain Warsmith einschlagen. Aber der sollte sich nicht wie normale Captains verhalten, sondern sie müsste flexibler, schneller und stärker sein, als auch aus dieser normalen Schlagkombo sich befreien können, wie es ja die normalen Captains eben nicht können. Außerdem natürlich viele knochige Unterstützer haben, und für mich könnte das Ganze tatsächlich schon ein Teaser auf Skelettlord sein und deren Fähigkeiten, denn für mich ist Wanda nichts anderes als ein Skelettlord geworden. Wahrscheinlicher ist es jedoch, dass Rare einfach sagt, hier sind 3 neue Skelettschiffe, bekämpft die mal und ihr kriegt neue Awards. Das fände ich sehr schade, aber vielleicht teasern sie uns tatsächlich mit Wanda schon ein bisschen Richtung Skelettlords, man weiß es nicht, es ist jetzt nur eine Spekulation, die von ganz tief innen kommt. Für mich wäre Captain Warsmith also ein sehr starker Endgegner, die im Endeffekt nur eine Schwäche hat vielleicht, die man erstmal rausfinden müsste. Vielleicht irgendwas mit ihrem Schutzamulett, ich weiß es nicht, ich kann mir da noch nichts Genaues drunter vorstellen, aber so intensiv wird dieser Kampf wahrscheinlich sowieso nicht ablaufen. Das würde ich mir im Endeffekt als Inhalt von der 3. Woche von Cursed Sales wünschen, und das wäre wirklich das, wie sie meiner Meinung nach Cursed Sales noch wunderbar finishen könnten und ein sehr rundes Ende finden würden. Was erhofft ihr euch noch von Cursed Sales, oder habt ihr eure Hoffnung schon aufgegeben? Schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Ich habe gestern noch ein Basic-Tutorial gemacht, wie man schnell im Handel aufsteigt und schnell reich wird, mit sehr, sehr geilen Aufnahmen. Das war ultra viel Arbeit, also wäre cool, wenn du dir das mal angucken würdest und einfach mal auch eine Bewertung dalassen würdest. Wenn du mehr Sea of Thieves News, Gameplay-Tipps, Livestreams und Spekulationen sehen willst, dann abonniere doch gerne meinen Kanal, denn hier bekommst du täglich neue Inhalte aus Sea of Thieves. Wir sehen uns wieder, wenn der Wind auf dem Weltman wieder richtig steht. Ahoi!